So, liebe Freunde, ich begrüße euch zu diesem Video von Mauritius. Nein, ich bin jetzt nicht in Mauritius, ich befinde mich im Schnitt vom Video. Das Video sollte eigentlich schon längst gekommen sein. Ich hatte richtig Bock, das zu schneiden, nachdem ich auf Mauritius gewesen bin, vor mittlerweile einem Monat. Und ja, wie es nicht anders sein sollte, habe ich da eine dem einen oder anderen bekannte Infektion durchgemacht. Und jetzt ist der erste Tag, wo ich wirklich wieder negativ getestet auch bin. Mir geht es schon seit ein paar Tagen gut. Jetzt ist aber auch die Stimme wieder da und so weiter. Und jetzt mache ich mich daran, dieses Erlebnis von Mauritius zu schneiden. Und ich würde sagen, genau dort geht es jetzt auch rein. Denn ich war für 10 Tage ganz allein, ohne viel Vorahnung, auf Mauritius. Und ja, was ich da so gesehen und erlebt habe, gibt es in den nächsten paar Fotos, Videos und ja, Eindrücken. Also, bis dann. Freunde, Freunde, Freunde. Ich bin angekommen. Ich bin verdammt nochmal. Was mache ich hier? Ich bin dermaßen müde. Ich kann die Augen kaum aufhalten. Ich wollte euch aber eben hier mit hinnehmen. Was heißt euch? Mein Tagebuch, mich. Ich mache das ja für mich und für alle, die es gucken wollen. Das ist mein kleines Zimmerchen mit dem Ausblick hier ist schon ganz cool. Ausblick ist ganz geil, aber die Gegend hier ist schon ein bisschen fragwürdig. Leute, ich lege mich mal hin. Oh, 24 Stunden. Wir haben es 9:51 Uhr. Jetzt sind es 25 Stunden, die ich gebraucht habe, um jetzt hier zu sein. Auf Mauritius im Hotel. Es wird ziemlich teuer, glaube ich. Oder ja, ich lasse mich einfach komplett über den Tisch ziehen, aber Taxi hierher war schon nicht ohne. Und ja, ich muss mal gucken, wie ich hier irgendwie klarkommen werde in den nächsten Tagen. Durch die Gegenden, die wir gefahren sind, das ist alles schon ein bisschen ja, Island Life, ein bisschen rougher, ein bisschen runtergekommen irgendwie. Nicht so schickimicki wie hier. Wobei, das ist ja auch Standard, schönes 3-Sterne-Hotelzimmer. Es ist jetzt nichts irgendwie so Luxus, was ich mir hier gegönnt habe. Ist aber ziemlich weit ab vom Schuss, also ist nicht irgendwie in der Richtung von der Hauptstadt oder sowas. Genau. Ich muss jetzt mal wieder klarkommen hier mit mich selber filmen und so weiter. Ich würde euch jetzt ja den Ausblick zeigen wollen, aber ich bin so fertig. Ich muss jetzt auch gleich die Kamera ausmachen und erstmal schlafen. Das war eine Horrornacht heute vorhin. Ich habe kein Auge zugetan und mit Condor fliegen ist, glaube ich, auch nicht mehr wie früher. Also, das ist so eine Billig-Airline geworden. Irgendwie, man muss alles dazu kaufen und Beinfreiheit war halt gar nicht gegeben. Ich konnte in meinem Sitz überhaupt gar nicht sitzen. Es war eine reinste Qual. Ja, war nicht so nice. Was ganz cool war, oder ganz lustig war, wir hatten in Frankfurt einen Aufruf bekommen, dass ein paar, warum auch immer, ich wurde auch aufgerufen. Einige Fluggäste mussten dann halt ans Gate,
zum Flugpersonal kommen. Hat man mir auch nochmal eine zweite Bordkarte ausgedruckt, weil ich die nur digital auf dem Handy hatte. Und da hat sich halt herausgestellt, dass Ingo Lenzen mit an Bord war und ich habe ihn auch gesehen, er ist mitgeflogen. Vielleicht sagt einigen der Name nichts. Müsst ihr einfach mal googeln. Ingo Lenzen mit SZ geschrieben, Lenzen. Lenzen. Ja, ist auf jeden Fall ein markantes, prägnantes Gesicht gewesen. Den hat man gleich wieder erkannt. Genau. Und ja, anstrengende Sitznachbarin gehabt. Das war auch. Die war echt schwierig. Also der Flug war nicht geil. Ich muss mich jetzt, wie gesagt, erstmal ein bisschen ausruhen und dann werde ich einen Plan machen, was ich hier tue und lass das auf mich zukommen. Und ja, das werdet ihr dann in diesem und in den nächsten Videos für mein Tagebuch dann mitkriegen. Und jetzt heißt es erstmal gute Nacht. Das war jetzt die wirklich sehr schöne Hotelanlage. Kleine, aber feine Hotelanlage. Und nachdem ich die erkundet hatte, hatte ich auf jeden Fall das Bedürfnis, diese interessante Welt, die da draußen hinter dem Horizont des Hotels lag, zu erkunden. Denn mir gingen diese Bilder nicht aus dem Kopf, die ich am Vortag im Taxi durch das Fenster erblickt habe. Und ja, dann bin ich vor die Tür getreten und habe den kleinen Ort GRSE oder auch Grand River Southeast genannt erkundet. Und das sind jetzt folgende Bilder und folgende Eindrücke meines kleinen Lieblingsorts. Ich grüße euch. Ich bin jetzt gerade hier aus dem Dorf ein bisschen rausgelaufen. Ach, da liegt leider ein bisschen Dreck. Und bin jetzt mal hinter. Ich hatte das nur auf der Karte gesehen, dass man hier eventuell langlaufen kann. Das ist alles Sugarcane, Zuckerrohr. Und ich laufe jetzt einfach mal hier lang, um zu gucken, ob ich da ankomme. Da unten ist der Fluss, der Grand River, der hier fließt dann. Und ich habe jetzt hier gerade, hier wo ich jetzt gerade schon bin, ein bisschen weiter da vorne, schwierig mit der Kamera rum. Da vorne liefen hier schon Affen lang. Die habe ich jetzt wahrscheinlich verscheucht. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so gern gesehen ist, wenn ich jetzt hier lang laufe, aber wir haben es auch nicht so an den Straßen mit Fußwegen und sowas. Und ich wollte eigentlich ans Wasser, da unten mir einen Wasserfall eben mir angucken. Ja, das ist ein bisschen schwierig, hier rumzukommen und sich zu bewegen tatsächlich. Es gibt auch nur so ein Gate, so ein Tor am Hotel. Und das sind die Affen. Krass. Und da muss ich jetzt mit den Schaffner fragen, ob ich einfach rauskomme, ob ich da rausgehen darf. Wir haben versprochen, dass ich nur auf einen kurzen Walk gehe und dann wiederkomme.
kommt die Sonne von oben. Ihr Affen, hallo. Das sind welche. Die verschwinden jetzt auch. Komm, ich will die nicht irgendwie stören oder irgendwas. Ob das so cool ist, wo ich hier langlaufe. Ich weiß nicht, aber ich finde es ziemlich cool. Einfach hinter so einer Zuckerrohrplantage. Die müsste jetzt bis nach vorne gehen. Gibt es so einen kleinen Kreisel, wo dann eine Brücke rüber geht. Sollte dieser Pfad eigentlich lang führen. Genau. Bin gespannt. Ich packe jetzt erstmal das Handy weg und genieße das Ganze noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da lebt noch eine Schnecke. So, und jetzt packe ich das Handy weg. Da unten, ach so, ihr habt mich drauf. Da unten sind wieder ganz viele Affen im Weg. Die gucken mich auch an. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt lang will und die stören möchte. Da hinten hört man irgendwo die Straße hinterm Feld. Ich bin hier auch gerade zu so einer Stromleitung durch. Könnte da wohl zurück auf eine Straße finden. Soll ich es einfach mal wagen, zu den Affen hinzugehen? Ich meine, die hauen sowieso ab, wenn ich da bin. Aber es muss ja eigentlich nicht sein. Ich probiere mal mein Glück. Ich sollte die nicht stören. Die haben auch ihre Kinder dabei und so, wer weiß, ob die aggressiv werden. Eine kommt schon auf mich zu. Sieht auf der Kamera jetzt weiter weg aus, als es eigentlich ist. Jetzt läuft er weg. Krass. Affen in freier Wildbahn. Hey Freunde, ich drehe um. Ich werde versuchen dort jetzt den Weg durchs Feld zu laufen und dann auf die Straße zu kommen. Ja, das mache ich jetzt. Wie ich schon mal angedeutet habe, bin jetzt auf der Straße. Wie ich angedeutet hatte, ist das relativ schwer hier wegzukommen, weil es gibt hier diese ultralänge Straße, wo man langlaufen kann. Und das war's. Das ist schon sehr weit ab vom Schuss, wo ich hier bin. Hier ist quasi nichts. Außer ganz viel Müll, der immer überall liegt. Dieses ganze, diese Plantage mit dem Zuckerrohr, da ist auch voller Müll. Da liegt nur Müll rum. Jetzt bin ich gerade nochmal an so ein, zwei Tempelanlagen vorbeigefahren, die irgendwie nie richtig zu Ende gebaut wurden. Krasser Baum auf jeden Fall. Oh, Lineal. Linianenbaum, oder wie der heißt. Ja. Ich werde jetzt hier weiter langlaufen und kann auch mal rauszoomen. Mal mein Glück, bloß hier wurde wahrscheinlich schon der ganze Zuckerrohr geerntet.
steht noch was. Aber das wird, glaube ich, nicht geerntet. Wenn die das ernten, da liegt nur Müll drin in dem Ding. Ja, auf jeden Fall, der Zucker, den sie hier haben, schmeckt echt gut. Also wirklich, richtiger reiner Zucker aus Zuckerrohr. Schon ganz geil. Ja, heute werde ich den Tag irgendwie so verbringen, dass ich ein bisschen rumlaufe. Und morgen, übermorgen habe ich 2 Touren geplant. Da muss ich mal gucken, ob ich mir nicht doch auf der anderen Seite ein Hotel suche, irgendwie, um hier mal wegzukommen. Mal schauen. Hey, da fährt man hier. Läuft man hier irgendwo lang. Mitten im Nichts. Und dann war da einfach so ein Truck mit. Da ist er noch. Hamburg Süd. Container. Oh Mann, geil. Ja, es ist schon eine Katastrophe, wenn man so weit weg ist. Die Hotelplanung hätte ich definitiv besser machen können. Aber ich glaube, ich werde noch mal tiefer in die Tasche greifen und noch mal umsiedeln müssen. In die Hauptstadt oder sowas. Aber erstmal bin ich jetzt noch 2, 3, 4 Tage hier und dann mal gucken. Und jetzt gucken wir uns gleich mal den Wasserfall an. Okay, das war ziemlich verrückt. Out of nowhere, aus dem Nichts, habe ich gerade ein Foto gemacht. Da komme ich hier lang, die Straße, wo ich die ganze Zeit lang laufe. Und dann geht es hier ab und da war so ein Schild mit Authentic irgendwas, was authentisch ist. Und es sah ziemlich cool aus. Die haben alle so große Zelte irgendwie, wo man dann übernachten kann. Und jetzt kam eine nette, weiß ich, Französin oder so, die sah jetzt nicht unbedingt wie eine Einwohnerin hier aus, aber die arbeitet auf mich zu und hat mich dann gefragt, ob ich eine Reservierung oder so habe. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin einfach nur spontan hier lang gekommen und wollte einfach mal gucken. Tourist Return, was? Mit Kajaks on the Racks. Ja. Ja. Und dann gibt es hier sowas. Wie krank ist das denn? Komplett. Ja, du läufst die ganze Zeit überall lang da. Es gibt keine. Gar keine. Mann, mir fehlen die Worte. Keine Fußwege. Und dann. Ja, kommt auf einmal sowas. Überall liegt Müll. Und hier ist wieder was Touristisches. Was dann mega geil ist. Ziemlich cool. Da drüben ist der Ocean. Es wäre eigentlich geil, wenn ich hier rüber schwimmen könnte. Dann muss ich nicht den ganzen Weg laufen, weil da drüben auf der anderen Seite vom Fluss, da bin ich halt eben schon gewesen in den Häusern. Also ziemlich cool. Oben ist auch noch ein, ich werde jetzt nicht hingehen, weil da Leute jetzt essen, ein Pool und alles. So ein Nature Pool, mehr oder weniger. Ist schon ziemlich cool. Authentic heißt das hier. Ja. Nice, vielleicht gehe ich gleich noch hoch und trinke noch mal eben wie was. Mal gucken, was sie da so haben. Nice auf jeden Fall. Diese lohnt sich doch. Einfach rumlaufen und was entdecken. Ziemlich cool. So, und hier mal eben Kurzstopp. Dort hinten, das was ihr dort seht, das ist eine Fake-Palme. Dort ist mein Hotel. Dahinter ist eigentlich eine 4G-Antenne oder so versteckt. Das ist mein Hotel. Das sieht jetzt relativ nah aus. Aber hier vorne geht ja noch komplett der Fluss lang und ich zeige euch jetzt mal auf der Karte von Google Maps. Ihr müsst nämlich einmal komplett außenrum über diese Hauptstraße durch den Kreisel am Zuckerrohrfeld entlang durch den ganzen Ort
dann seid ihr da, wo ich hergekommen bin. Das ist mein Hotel. So, ich habe tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich hört bei dem Wind. Hier ist immer sauwindig auf Mauritius. Ich bin jetzt wieder an meiner Straße, wo ich schon die anderen Clips gedreht habe. An diesem Zuckerrohrfeld. Ich habe was zu trinken gekriegt. Und fuck, geht das schnell, wenn man irgendwie mit dem Auto fährt. Ich bin gerade. Also, man muss erstmal 4 bis 6 Kilometer laufen zum nächsten Geschäft, was aufhört. Das irgendwie so ein kleiner Liquid Store, irgendwas war. Kleines Familienunternehmen. Theoretisch könnte ich reingehen und wieder bei den Affen laufen. Mach jetzt aber nicht. Der hat da auf, muss man 4 bis 6 Kilometer erstmal laufen. Über irgendwelche so Straßen, Bundesstraßen und sonst wo. Und ja, aber zurück. Ich hatte den Mann dann gefragt, weil da haben so auffällig 4, 5 Leute draußen gewartet vor dem Store an der Straße. Und dachte, ja, steht nicht so ein Schild mit Busstopp oder so, aber die stehen hier sowieso nur sporadisch und es gibt auch keine Buszeiten. Und jetzt bin ich gerade mit so einem Local Bus gefahren. Richtig geil. Richtig cool. Und steigt erstmal ein. Seht ihr mich überhaupt? Ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Bildschirm ist so dunkel. Man steigt erstmal ein. Vorne sind 2, also der Fahrer und einer, der irgendwie in der Tür steht. Und man steigt dann erstmal ein. Und setzt sich hin. So ein, wirklich, wenn ihr euch Bus vorstellt, das ist so ein alter Reisebus aus den 50ern oder so. Keine Ahnung, uralte Dinger. Steigt man ein, setzt sich hin. Und sobald der Bus losgefahren ist, kommt er irgendwann rum mit so einem kleinen Beutelchen wie in der Kirche und sammelt dann das Geld ein. Fragt erstmal, wo es hingeht. Nimmt dann das Geld entgegen. Und ich hatte natürlich keine Ahnung. Ich habe mich gefragt, wie fühle ich mich jetzt schulde? Und wo. Dann fragt er mich natürlich, wohin ich denn fahren will. Jetzt kommt ein Auto, ich nehme mal eben die Kamera runter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich überhaupt verstehe, sonst muss ich das alles wieder drüber labern. Und ich fragte, wohin? Ich so, keine Ahnung, wie die Bushaltestellen hier heißen. Ich weiß gar nicht, wo der überhaupt hält. Oder schweige der, wo der lang fährt. Aber da die Straße nur in eine Richtung ging, nein, oder die andere, ne? Habe ich halt gesagt, steig mal ein. Hoffentlich bringt er dich ein bisschen näher ans Ziel. Ich muss jetzt ja auch noch erstmal 1 Kilometer laufen. Oder 2 oder so. Ja, und dann habe ich gesagt, hier irgendwo da bei der großen Brücke. Dann hat er wohl verstanden und hat gesagt, jo, hier, das macht 40 Rupien und nice, der hat ein Bike. Da fährt einer auf Bike. Ich will auch. 40 Rupien, ich hatte nur 100. Ich habe 30 zurückbekommen. 20er gibt es irgendwie einen Schein, 10er gibt es in Münzen, aber es gibt nichts kleiner als 10er Münzen. Also habe ich eine 30 zurückgekriegt. Was auch komisch ist, weil er hätte mir noch eine 10er Münze geben können. Keine Ahnung. Hat irgendwie gar keinen Sinn gemacht. Vor allem, ich habe 30 zurückgekriegt. Er hat 40 gesagt. Kein Plan für und nicht genug. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall Riesenspinne. War ein Erlebnis. Ein bisschen laufen. Habe endlich was zu trinken und was zu essen gekriegt. Nach 2 Stunden oder so. Und jetzt will ich mal gucken, muss ich irgendwie mich gleich wieder durch GRSE, Great River Southeast, kämpfe. So heißt das hier, wird überall nur abgekürzt auf den Schildern. GRSE. Und dann bis ans Ende zu meinem Hotel. Genau. Und dann mal gucken, dann werde ich heute mich mal noch an den Pool legen oder sowas. Jo, erstmal auf nach Hause. Bestimmt alles verwackelt und ich sehe gar nichts, aber scheiß drauf!